Nach dem Meteoriteneinschlag hat für tausende Russen in der Region Tscheljabinsk im Ural das große Aufräumen begonnen. In dieser Wohnung sind gleich mehrere Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Die Druckwelle war schon heftig. Sogar das Aquarium hat einen Sprung. Ich musste die Fische in ein Glas umsetzen. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wenn man diese Tür sieht, die ja 5 bis 6 Meter innerhalb der Wohnung liegt. So wie ihm geht es vielen. Geschätzte 100.000 Menschen sind von Schäden an Gebäuden betroffen. Experten rechnen damit, dass rund 200.000 Quadratmeter Glas erneuert werden müssen. Immerhin eine Fläche von rund 30 Fußballfeldern. Die Glasereien in und um Tscheljabinsk sind deswegen die großen Profiteure des kosmischen Einschlags. Mitten im Winter will jeder so schnell wie möglich seine Fenster wieder reparieren. Für die Glashändler ist der Meteorit ein Geschenk des Himmels. Und bei dieser Nachfrage steigen prompt die Preise. Ich habe gehört, dass es eine Entschädigung geben soll, aber das bezweifle ich. Ich bezahle jetzt lieber die 15 Euro für eine neue Glasscheibe, als diesen bürokratischen Entschädigungsvorgang für so eine kleine Summe auf mich zu nehmen. Ich schätze, dass es den meisten Leuten so gehen wird. Der Meteoriteneinschlag von Tscheljabinsk. Über 1200 verletzte, teilweise schwer beschädigte Gebäude und eine in der betroffenen Region viel diskutierte Frage. War es wirklich ein Meteorit, der hier durch das Eis des Tschebakul-Sees donnerte? Nach Angaben von Forschern steht das mittlerweile fest. Insgesamt seien rund 50 Teile gefunden worden, jeweils nur wenige Millimeter groß. Die Steine hätten einen Eisengehalt von schätzungsweise 10%, außerdem enthielten sie Chrysolit und Sulfid. Weil die Gesteinssplitter um den See herum gefunden wurden, müsse sich der Hauptteil des Meteoriten im See befinden, so die Annahme der Wissenschaftler.